Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Wir sind nochmal hier im Hafen von Argamar und sind bei diesem Leuchtturm hier, bei dem wir natürlich beim letzten Mal hochklettern wollten und leider die Leiter schon zerschossen wurde. Ich will euch das eigentlich nur kurz zeigen, was da drin ist, weil ich habe den Level schon mal gespielt und sämtliches Gold da rausgeholt. Also schon mal, nochmal gespielt. Deswegen will ich mich gar nicht lange hier aufhalten. Ich will das nur einmal demonstrieren. Ich habe die Ruinen genommen, weil ich eigentlich zwei Stäbe demonstrieren will. Und zwar einmal den Stab der Stürme, den wir neu haben. Mit dem können wir so schöne Blitze verschießen. Es verbraucht nur leider relativ viel Mana. Und wir können ja so coole Elektro-Tentakel rausschießen lassen. Und den Astralstab, den wir ja benutzt hatten, um hier den Golem zu beschwören. Ich mache das nochmal eben. Ja, es stellt sich heraus, der kann auch Adler verschießen. Was ich irgendwie nicht hinbekommen habe, weil ich die Taste die ganze Zeit gedrückt gehalten habe. Und dafür muss man nur einmal schnell drücken. Beim Gedrückthalten kommt eben der Golem. Tja, ist natürlich ein bisschen doof, dass ich das nicht bemerkt habe, aber naja, was soll's. So, wir haben, glaube ich, am Ende 40 Gold gefehlt bei der letzten Aufnahme. Also natürlich noch das Geld, was gefehlt hat, dadurch, dass ich gestorben bin. Aber hauptsächlich 40 Gold. Und das sind genau so viel Gold. Na, ist gar nicht mal so gut, der Stab. So viel Gold liegt hier oben auf dem Leuchtturm drauf. Und da sind wir einfach nicht mehr rangekommen. Deswegen wollte ich das nur einmal kurz zeigen und demonstrieren. Weil ansonsten habe ich überall das Gold gefunden. Also es gibt sonst keine neuen Gebiete, in die ich reingegangen bin. Eben nur hier oben das. So, wir können einmal hier 10 Gold einsammeln. Und wenn wir dann auf die Spitze des Leuchtturms klettern, finden wir, ja gut, es sind keine 40 Gold, es sind 30 Gold, aber das ist halt das Gold, das wir brauchen. Und da oben ist der Beweis, dass es ein Leuchtturm ist. Da ist ein schönes Feuerchen. Ja, ansonsten für den Goblin unten in dem Schiff gibt es keinen Schlüssel. Der gibt uns einfach nur einen Hinweis darauf, dass wir hier in den Keller gucken sollen. Zumindest habe ich das gelesen. Das sollte uns einen Hinweis drauf geben. Ich finde, das ist ein schlechter Hinweis, aber hey, warum nicht? Du blöder Hai. Da hinten war schon wieder einer. Ich finde es schön, dass ich so lange unter Wasser bleiben kann und dass mir nichts passiert. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wie auch immer. Das wollte ich euch nur zeigen. Wie gesagt, ich habe schon das Level beendet mit allem Gold. Das heißt, ich muss das jetzt hier nicht zu Ende spielen. Wir können also ohne Probleme ins nächste Level übergehen. So, und zwar haben wir jetzt die Auswahl zwischen Nekelon, um die Story weiter fortzusetzen, oder aber Naglagard, dem Bonus-Level. Und ich würde sagen, da wir da einiges an Gold kriegen werden, vermute ich mal, machen wir erstmal Naglagard, und zwar den Level Sturmangriff. Eine Horde Goblins nähert sich der Burg von Naglagard. Benutze die Kanone, um den Angriff abzuwehren und die Truppen der Goblins zu dezimieren. Vernichte so viele Goblins wie möglich. Ah, ich erinnere mich an die Mission. Ist eine sehr coole Mission. Ja, wir sind der Bombardier, können jetzt die Kanone übernehmen. Und man sieht schon, da unten kommen jede Menge Goblins. Und wir dürfen einfach drauf losschießen. Oh, ich bin zwar gerade ein bisschen zu doof zu treffen. Aber ich denke mal, das ist alles nur eine Sache der Übung. Ja, jetzt geht schon wesentlich besser. Ah, und ihr seht, für jeden Goblin, den wir erschießen, kriegen wir 10 Gold. 1000 können wir insgesamt sammeln, wow. Also wenn wir die 1000 Gold haben, dann können wir uns tatsächlich sogar die mittlere Rüstung leisten. Fast, zumindest. Kommt auf den Charakter drauf an. Also ich wette, es kommen gleich noch andere Sachen, mit denen ich mehr Gold kriege. Hoffe ich. Also ich habe keine Lust, 100 Goblins zu erschießen. Na komm. Traut euch ruhig. Es wird schon nichts passieren. Also zumindest mir wird nichts passieren. Außer ich bin zu doof, euch zu treffen. Dann natürlich schon. Ja, von links und rechts kann nichts kommen, weil die kann ich nicht mit der Kanone treffen. Hallo? Ach, da kommt schon wieder aus dem Wald. Ey, lass dich treffen. Braver Goblin. Oh, jetzt kommen auf einmal zwei Goblins. Ja, 10 haben wir hinter uns. Jetzt wird es ein bisschen hektischer. Weil bisher war es ja noch relativ entspannt. Auch wenn ich nicht so oft treffe. Aber vielleicht muss ich tatsächlich einfach 100 Goblins erschießen. Aber wenn sie gleich in großen Mengen kommen, dann wird das schon kein Problem darstellen.
Aber es wundert mich, warum bin ich der Einzige, der hier diesen Posten verteidigt? Wo sind denn Bogenschützen oder so? Auf den Mauern. Das wäre sowieso viel günstiger, als hier mit Kanonenkugeln so um mich zu schießen. Weil ich glaube, so Pfeile sind einfacher oder günstiger herzustellen als so eine Kanonenkugel. Allein, weil du bei einem Pfeil viel weniger Metall brauchst als bei einer Kanonenkugel. Und selbst wenn es Steinkanonenkugeln, Steinkanonenkugeln, die explodieren ja sogar. Da muss ja sogar Sprengstoff drin sein. Also dementsprechend. Na komm, stirb. Ja, so langsam geht das doch vorwärts. Ich muss nur gucken, dass ich keinen Goblin übersehe. Weil ich möchte natürlich die 1000 Gold haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so interessant ist zum Anzusehen, weil ich meine, ich sitze hier nur und schieße mit der Kanone um mich und muss nicht wirklich was machen. Na komm! Oh, das ist ein Berserker. Ich glaube, der hat mehr Gold gegeben, oder? Nee, der hat auch nur... Ach, der ist noch gar nicht tot. Hallo, Berserker, stirb mal. Danke. Oder sind das immer verschiedene Berserker und die geben auch einfach nur 10 Gold? Ich weiß es nicht. Ich kann gerade nicht so richtig gucken. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich keinen verpasse. 62 haben wir schon. Fast ein Drittel. Oh Gott, oh Gott. So langsam wird es ein bisschen hektisch. Glücklicherweise können die nur von vorne kommen, nicht von der Seite. Das wäre echt ein Todesurteil für mich, glaube ich. Los, stirb! Aber ich finde es cool, auf jeden Fall, dass die Bonus-Level ein bisschen Abwechslung bieten. Also, nein, 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 nein! Oh, Gott sei Dank, noch erwischt. Dass die nicht nur aus Monsterschnetzeln bestehen. Ich meine, gut, dass sie jetzt zwar auch Monsterschnetzeln, aber irrelevant. Sondern, dass es halt ein bisschen Abwechslung bietet, dass man auch mal mit einer Kanone schießen darf. Oh, nein, 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 nein! Gerade noch so erwischt. Komm, stirb! Muss ich mich konzentrieren. 4 noch. Komm, ihr beide noch. Das sind mehr Goblins, als Gold zur Verfügung steht, oder? 101. Okay, cool. Dann hätte ich mich ja gar nicht so aufpassen müssen. Ich frage mich, wie viel ich jetzt erledigen kann. Ist überhaupt schon jemand durchgekommen? Bis wann geht das? Hallo, ich habe meine 1000 Gold. Ich würde gerne die Verteidigung der Festung abbrechen. Bezahlt mich, dann bin ich weg. Dann könnt ihr sehen, wie ihr alleine fertig werdet. Vor allem, wie sie einfach die Leute hier hinschicken, in ihr Verderben. Ey! Nein! Okay, das ist der erste... Oh, Schande. Merke, lasse keine Berserker in deiner Nähe. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt einfach sterben lassen oder so. Vermute ich jetzt mal. Aber ich möchte das ungern nochmal machen. Vielleicht gibt es ja was Besonderes, wenn ich besonders lange durchhalte. Ja, den erwische ich wohl nicht mehr. Oh mein Gott. Hallo, ich hätte gerne meine Bezahlung. Ich möchte weg. Vor allem, wer bezahlt mich überhaupt? Hier scheint ja sonst echt kein anderer zu sein, sonst würden die ja mithelfen. Außer die sind extrem feige und verstecken sich einfach. Nein, du bist ja noch gar nicht tot. Ah, verdammt. Oh Gott. Ja, so langsam fliegen die Zinnen auch ab. Hehehe. Oh Gott. Ach, wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach mal die Burg demolieren. Ich habe keine Lust mehr. Ich meine, die 1000 Gold habe ich ja. Ja. Wo ist die Kanone? Ich sehe die nicht. Haben sie jetzt den Turm komplett zerstört oder wie? 159 Feinde besiegt. 1000 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Ah, cool. Also kann man die Mission quasi nicht gewinnen. Nö, jetzt ist sie abgewählt. 1000 von 1000 Goldstücken. Okay. Ja, krass.
1000 Goldstücke, damit lässt sich schon was anfangen. Ich möchte mal eben schauen, was wir uns jetzt an Ausrüstung kaufen können. Am Beispiel des Ritters. So, wir nehmen die mittlere Rüstung, die ist schon ausgewählt und haben noch 1900 Goldstücke übrig. Mein Gott, da können wir direkt das beste Schwert ausnehmen. Besten Schild. Eine gute Armbrust. 240 Bolzen und haben immer noch genug Geld, um 2 Heiltränke zu kaufen. Ist das nicht geil? Ja. Ja gut, aber wie wir das dann einsetzen werden das nächste Mal, das werden wir im nächsten Video sehen. Es war jetzt mal wieder ein bisschen kürzer, aber das ist ja nicht schlimm, weil die letzten beiden Videos ja relativ lang gingen. Man muss ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Also, wie es dann weiter in Mekelon geht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, obwohl es ein bisschen, ja, nicht so spannend war dieses Mal. Aber trotzdem, macht's gut und bis dann.